Ja, wieder herzlich willkommen zu unserem Vormittagsprogramm. Ja, heute ist das letzte Vormittagsprogramm, zumindest für dieses Mal. Ja, und ich werde wieder hineinführen in die Meditation. Wir wollen wieder ganz im gegenwärtigen Moment ankommen. Und auch dieses Mal wollen wir die Meditation damit beginnen, dass wir kurz durch unseren Körper durchspüren. Die Achtsamkeit auf den Körper ist die einfachste und beste Art, um da zu sein. Wir spüren den Kontakt der Füße mit dem Boden. Wir können auch ein Gefühl der Dankbarkeit entfalten für die Füße. Dass sie uns so zuverlässig durchs Leben tragen. Dass sie uns Wege beschreiten lassen. Die Möglichkeit geben, unsere Welt zu erforschen. Erfahrungen zu machen, aber auch Dinge zu verrichten, die ganz einfach für ein menschliches Leben notwendig sind. Die Dankbarkeit ist so eine Art in Resonanz gehen mit dem Objekt der Dankbarkeit, in dem Fall mit unseren Füßen. Und vielleicht können wir sogar eine tiefe Verbundenheit erleben zu unseren Füßen. Eigentlich etwas sehr Naheliegendes, eigentlich etwas sehr Selbstverständliches. Wir spüren die Beine. Und wir spüren den Kontakt von unserem Gesäß mit dem Sitzkissen oder mit dem Stuhl oder mit dem Bänkchen. Und auch diesen Kontakt können wir voller Dankbarkeit erleben. Dass es uns möglich ist, Sitzen bewusst zu erleben, um dadurch ganz in den gegenwärtigen Moment zu kommen, um dadurch die Verbundenheit zum Leben zu erleben. Etwas ganz Einfaches, die Achtsamkeit auf unser Sitzen zur Richtung, gleichzeitig etwas sehr Tiefgehendes.
Wir nehmen unseren Oberkörper wahr. Aufrecht und entspannt. Und wir nehmen den Kontakt der Hände wahr, die entweder im Schoß liegen oder auf den Knien ruhen oder auf den Oberschenkeln. Auch unseren Händen können wir mit einem Gefühl der Dankbarkeit begegnen. Für all das, was sie uns ermöglichen. Für all das, was sie uns begreifen lassen, verstehen lassen, spüren lassen, berühren lassen. Für all das, was sie uns an Erfahrungen ermöglichen. Dich einmal auch dieses kostbare Geschenk der Hände bewusst machen. Und je mehr Wertschätzung und Achtung und Dankbarkeit gegenüber den Händen in unserem Herzen ist, desto leichter können wir auch wieder die Hände spüren, Hände erleben. Verbundenheit mit den Händen erleben oder das Einssein mit den Händen erleben. Und dann wollen wir noch den Hals- und Kopfbereich wahrnehmen. Ganz entspannt. Und auch wieder in unser Gesicht hineinspüren. Stirn glatt werden lassen. Die Augen weich werden lassen. Ganz sanft lächeln lassen. Mund- und Kieferbereich entspannen lassen. Mundwinkel leicht anheben. Und uns selbst liebevoll zulächeln. Auch vielleicht in dem Bewusstsein, dass wir diesen Meditationskurs mitmachen konnten. Oder zumindest Teile davon. Aber vor allem auch, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, ganz da zu sein, ganz bei uns zu sein, Zeit zu haben, Raum zu haben. Das sanfte innere Lächeln kann begleitet sein von Dankbarkeit, von Zufriedenheit,
von Einverstandensein, Gelassenheit. Und spüren, wie gut uns diese Haltung tut, wie wohlig sich das anfühlt. Dadurch unser Herz wieder ganz offen wird, ganz weit wird, ganz leicht und licht wird. Und wie es total schön ist, jetzt den Atem wieder bewusst zu erleben. Dieses sanfte, ja, vielleicht fast zärtliche Geschehen. Dieses beruhigende und liebevolle Erleben. Dieses einfache Dasein. Und mitfließen.
Wir machen eine Toilettenpause.